Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, Kopfklatsch-Folge. Also, ihr seht hier das Result zumindest schon mal. Wir haben ein Unentschieden gespielt und ja, der Gegner hat hier ganz nett zugeschlagen. Daywalker, ja, kassiert auch in den seltensten Fällen mal 3 Sterne. Ich bin mit 2 Sterne verschont geblieben, muss man mal so sagen, denn 89% sind schon deutlich. Aber es sind halt keine 3 Sterne. Hier unten ist sowieso alles klare Sache. Und beim Gegner haben wir einen kleinen Rascher erwischt. Zumindest hier unten die Nummer 13 war so einer. Der hat dann auch eben mal 2 Neuner hier bei uns in Grund und Boden gemacht, weil die anderen Neuner auf seiner Seite es nicht so geschafft haben. Und wir steigen hier ein beim Jennek und reden mal so ein bisschen über diesen CK. Ja, der CK war wieder ein bisschen unausgeglichen. Hier unten war vielleicht für unsere Neuner, ja, ich will nicht sagen zu leicht, aber er war zumindest hier an der Stelle machbar. Hier war auch erst 1 Stern drauf. Das heißt, der Jennek hat dem Ganzen hier dann noch den 3. Stern verpasst. Wie er es gemacht hat, das sehen wir jetzt eigentlich schon mit einem netten Gohok. Und zu dem Zeitpunkt, ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er ja schon RH10. Aber nichtsdestotrotz, natürlich noch, wenn du gerade frisch RH10 bist, dann kannst du ja noch nicht sagen, hey, ich bin RH10. Also er hatte hier noch 4 Zauber, also den 5. noch nicht fertig. Also die Zauberschüssel ist dann danach hochgegangen. Er ist jetzt auch erstmal abgemeldet von den CKs und baut jetzt erstmal so ein bisschen seine Base aus, ein bisschen die Helden und muss aber auch, glaube ich, ein bisschen was privat erstmal machen und hat sich erstmal aus den CKs abgemeldet. Er macht hier was, er ist aktiv, hat auch geschrieben. Aber hier hat er nochmal einen schönen Angriff hingelegt, denke ich mal. Mit dem Gohok hier kommt natürlich mit den Helden richtig schön weit hier in die Base rein und so super stark ist die Base natürlich auch nicht. Also Flächenschaden noch nicht auf Max RH9, die Kanonen auch noch nicht und auch noch nicht alle Bogenschützentürme. Ganz abgesehen von den X-Bogen, die den Golems jetzt nicht wirklich wehtun. Also zumindest nicht der eine, der müsste dann noch eine Stunde drauf rumschießen. Aber dennoch lauern natürlich in so einer Base immer Fallen und noch ein paar Skelette und natürlich ein King, der mal wieder durch die ganze Base den Hox hinterher spaziert. Aber ich denke mal, da brennt hier überhaupt nichts an. Und so waren das zumindest schon mal an der Stelle stabile 3 Sterne hier vom Jennek auf die Nummer 14, also 12 auf 14 hier ein bisschen runtergegangen, weil wir doch hier unten 9er hatten. Ja, die haben doch ab und zu mal gefehlt hier und konnten ja auch nicht so super viel machen. Ich glaube, wir hatten unten nur 2 oder 3 9er und danach ging es auch schon mit 10er und 11ern los. Also, wie gesagt, wir waren so ganz klein bei im Nachteil, haben aber gedacht, komm, den stinken wir wieder entgegen und lagen eigentlich auch gar nicht schlecht. Also sieht man auch ein bisschen am Ergebnis, sah eigentlich sehr ausgeglichen dann aus und der Gegner hat dann am Ende noch das ein oder andere versucht. Ich habe hier einen 13er gemacht, der 13er war, glaube ich, den gucken wir uns mal in zweifach an. Ja, das ist der 11er, der uns so wehgetan hat, zumindest im RH9 Bereich, weil deren RH9er nicht so wirklich gut waren. Und ihr seht das hier unten, ich habe mal an die Ecken gedacht, ja, auch wenn ich da Bowler verschwende. Das sollte mir nicht nochmal passieren wie im True Warriors 2 Clan letztens im CK, wo ich wieder an 99% zweimal gescheitert bin, nur wegen den Ecken. Ja, und ich sage es ja immer wieder, ich mache hier Videos und sage, Leute, denkt an die Ecken und mach selber nicht. Aber so ist das, wenn du dann Angriffe machst, manchmal ja auch live, dann mache ich die live am Tablet oder am Handy. Und ja, dann passiert sowas, dass du irgendwas übersiehst, wo du sogar vorher gesehen hast, als du dir die Base angeguckt hast. Oh, der hat was in den Ecken. Da muss ich was für einplanen. Ja, also Magier weniger, 4 Bogenschützen mehr rein. Dann denkst du aber nicht mehr dran ans Umbauen. Baust deine Truppen fertig, sagst an, so, ich mache die Nummer XX. Und dann sagst du, jo, Truppen habe ich, jawohl, ich habe Clanburg und go. Und dann, ah, shit, jetzt habe ich zu wenig, ja. Und dann fällt es einem erst auf, dass man sich doch verkalkuliert hat in den Truppen. Und ja, vergiss dann einfach mal die Ecken. Das sollte mir hier nicht passieren, aber so stark war die Base jetzt auch nicht. Zumindest nicht für Only Bowler hier. Hier oben wurde es dann schon ein bisschen stärker, muss man dazu sagen. Aber das sind halt die gerushten Sachen, die uns dann auch immer so wehtun. Und der Fifö macht das hier mit einem Gohok. Also mit erstmal ein bisschen Funnel, mit dem Babydrachen.
und geht dann danach mit seinen Killsquad sicherlich in die Base hier rein. Also er saugt hier schon mal für einen kleinen Funnel und so ein bisschen was außen und lenkt schon mal den Bogenschützentum da schön ab, denn die machen, finde ich, nach wie vor am meisten Schaden bei Clash of Clans. Abgesehen natürlich von der Adler-Dev an den Golems, also den mehrfachen Schaden dann oder den speziellen Schaden an den Golems. Ich glaube, es gibt auch keine andere Dev mehr, die speziellen Schaden an speziellen Truppen macht. Die letzte ist ja rausgekommen mit den Teslas auf die Packers, also den doppelten Schaden auf die Packer. Und so kommt der Fifu hier aber schön mit seinem Killsquad hier rein. Golems 3 Stück dabei und ist natürlich ein RH10er mit 240 Truppen, das muss man noch dazu sagen, aber die RH9er scheitern an so einer Base in der Regel. Ja, denn die ist doch schon sehr, sehr stark. Wir haben hier 10er Tesla, haben hier 8er Luftabwehr, alles andere ist dann eher RH9 Niveau und da tun sich dann trotzdem die 9er sehr, sehr schwer, also musst du wirklich schon ein guter 9er sein, um die dann hier zu dreiern. Also der Fifu hat sie natürlich ein klein bisschen einfacher, aber ich denke mal, trotzdem sind das dann immer wichtige Sterne hier und dann atmen auch so ein bisschen so die Neuner auf, so nach dem Motto, musste ich die wenigstens nicht machen, ja, und daran fehlen. Und so waren das hier schöne 3 Sterne hinten nochmal komplett durchgehalten. Okay, da kannst du natürlich noch so viel heilen, wenn die Hawks um die Ohren fliegen, fliegen sie halt weg, aber er hat noch genug über hier für ein Cleanup und oben noch der Lucky hilft noch ein bisschen mit aus der Luft. Queen noch dabei, Bowler und natürlich nicht zu vergessen, ich scroll mal ein bisschen rein für die mobilen Benutzer. Na, der Golem hilft auch noch ein bisschen, schafft aber die Mauer nicht mehr ganz. 100% hier. Und wir tigern uns hier so ein bisschen weiter hoch. Jetzt muss ich mal eben schauen, den hat der Daywalker hier gemacht. Hat eigentlich gut gemacht hier. Auf ein RH11 ohne Adler und man sieht das auch ohne Inferno-Türme. Also ohne Adler, ohne Inferno-Türme, ein RA-11 hier auf 9 dotiert. Da lagen bei uns so in etwa die 10er und hat natürlich auch Max-Truppen, starke Helden hier. Ich denke, glaube ich, waren sogar, ja, sind Max-Helden hier in der Mitte. Können wir eben auch wieder reingucken. 41, 45 sehe ich da noch gerade so. Jetzt ist er auch weg, aber echt viele fallen hier in der Mitte und die tun natürlich den Loons jetzt schon so ein bisschen weh. Und ich habe dann immer selbst Sorge, so nach dem Motto, jetzt muss schnell mal ein Hund platzen, damit ich ein paar Welpen kriege, die Fallen in der Luft wegmachen. Und aber guckt euch diese Masse jetzt an Loons an. Und wenn du hier keinen Adler hast und keine Infernos, dann ist so eine Base, hätte ich fast gesagt, natürlich sehr, sehr schwach hier für ein RH11. Und da kannst du dich dann auch als 9er sicherlich nicht dran vergnügen, aber als 10er kannst du so eine Base dennoch machen hier an der Stelle. Hast zwar die Adlerstatue hier irgendwo stehen, die macht ein bisschen Schaden, aber dennoch denke ich mal, sind das hier an solchen Bases immer souveräne 3 Sterne, zumindest 11 auf 11. Wenn man mal davon ausgehen, dass der Daywalker seine Base viel, viel stärker ist als diese hier. Er ist auch viel höher dotiert, ihr seht das hier an 4 und nach wie vor so ein bisschen kleinere Matchmaking-Probleme, aber ihr habt das ja gelesen, gestern im Blog von Clash of Clans, dass das Balance-Update kommt, also man hat lange daran gearbeitet, das Balance-Update kommt und mal sehen, was es mit sich bringt. Es soll ja zumindest nicht mit sich bringen, dass die Suche entsprechend länger dauert, weil man natürlich jetzt auch ein bisschen genauer guckt, wer passt zu wen, ja, also Engineering zu Engineering, nicht Engineering zu nicht Engineering und finde ich aber gut. Sie haben es ja schon vor gut ein paar Wochen angekündigt und jetzt ist das Ganze wohl spruchreif und auch startreif. Mal sehen, ob wir danach nochmal wieder so ein Update kriegen, ist ja oftmals so. Man sagt ja auch immer sehr, sehr gern Never Play on Patch Day, aber Supercell war bisher eigentlich immer, wenn es so um Patches ging, beziehungsweise um kleinere Behebung von Bugfixes direkt nach einem Patch, waren die immer sehr, sehr schnell, weil natürlich sehr schnell Resonanz kommt, so nach dem Motto, Supercell, da passt was nicht. Hier ist irgendwo ein Glitch oder hier ist irgendwo, also so ein starker Glitch oder hier ist irgendwo etwas total buggy. Weiß der Geier, die Queen schießt nur noch auf die Randmauern hier, also nicht mehr auf die Innenmauern, sondern außen auf das Gewölbe oder irgendwas. Dann legen die natürlich immer sehr, sehr schnell nach, finde ich auch immer sehr, sehr gut. Also da sind die schon ganz, ganz stark hier mit am Ball.
Hier sehen wir einen Angriff von unserem Gastspieler, dem Marco. Also der Marco hatte hier das 36-36 auf dem Fuß, Hand, wie man es auch immer nennt. Und er ist ein Gastspieler gewesen bei uns. Fand ich auch sehr, sehr nett. Mittlerweile ist er wieder weitergezogen, aber er hat uns in den Lesezeichen und ist sicherlich ein gern gesehener Gast, denn es ist wirklich ein starker Angreifer gewesen hier in diesem CK hier. Ganz, ganz souveräne Sterne und auch ganz, also ein bisschen so ganz cool geblieben. Ja, dabei also gar nicht in Hektik ausgebrochen und manchmal, da denkt man dann, ach herrje. Ja, wenn ich das jetzt sehe mit der Queen, die ja jetzt dann gleich erstmal richtig so ein bisschen so sich dem Herz dieser Base nähert und richtig Beschuss kriegt und dann so die restlichen Truppen sehe und sehe noch mal, da ist noch so viel an der Base hier auf. Aber der erste Angriff war auch schon ganz, ganz ähnlich und er geht hier ganz souverän mit 6 Heilern vor, also 2 Heiler hier unten für die Riesen und für die Bowler und 2 Heiler oben und 4 Heiler oben für die Queen mit dem Warden. Den zündet er jetzt nur für die Queen hier und das war richtig, richtig gut. Also hier wird jetzt schön gefunnelt, nämlich für die Walküren. Und er ist einer, der immer die Mitte mit Erdbeben aufgemacht hat. Das hat auch wirklich, wirklich gut gepasst. Also da denke ich mal, diese Angriffe macht er nicht zum ersten Mal so. Ich glaube, er spielte auch in der Legendenliga zu dem Zeitpunkt, wo er bei uns war. Und hier laufen sie zwar erst noch ein bisschen nach außen, aber 4-5 Stück gehen hier mit in die Mitte rein mit den paar Bowlern. Der Warden dabei, Heiler dabei. Okay, jetzt ist Heilen zwecklos wegen dem Inferno. Jetzt ist aber weg, jetzt wird ein bisschen was geheilt. Und jetzt fällt auch gleich das Rathaus, nämlich von dem Bowler, gut ab, und von dem Warden. Also die beiden reißen es hier in der Mitte. Ja, also jetzt nicht so super deutlich. Rechts hier klärt er noch so ein bisschen mit so ein paar Truppen, die er über hat, beziehungsweise mit dem Bogenschützen. Und der Warden und der Bowler hier, die machen das Feld in der Mitte. Also schöner 2 Sterne hier. Und genau, der hat uns zum 36-36 hier verholfen. Was natürlich dann ganz zum Schluss super gut war, denn der Gegner hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Angriff mehr, lag aber prozentual vorne. Das heißt, wir mussten unbedingt mit unserem letzten Angriff den letzten Stern holen. Prozente haben nicht genutzt, also musste der Stern her. Und wir haben noch ein RH11 bei uns auf, ein RH11. Ja, also ich zeige euch jetzt gleich 2 Bases und dann könnt ihr mir mal sagen, welche Base ihr gemacht hättet. Aber ich glaube, wir gucken uns erstmal hier noch den Angriff von. Der war auch von Marco 53 von Asa an. Der war nämlich auch sehr nett, 50% auf dem Kopf. Also hier ganz, ganz knappes Ding. Ja, und dann, wie gesagt, kann man dann rätseln, welche Base macht man. Ist sowieso schwer, weil natürlich oben, also im oberen Bereich, nur noch was zu holen war. Im unteren Bereich jetzt nicht mehr so super viel. So hatten wir also noch einen RH11-Kämpfer, der hier etwas auf hatte. Und alle haben natürlich gedacht, jawohl, das machen wir locker. Ja, RH11 auf irgendetwas, wo er noch einen dritten holt. Das muss einfach drin sein. Und es standen dann eigentlich auch 2 Bases zur Auswahl. Also ich hätte fast gesagt, eine leichte Base und eine schwere Base. Und mein reines Bauchgefühl sagt schon immer, nimm die leichte Base und nicht die schwere Base. Das ist der sichere Stern. Ja, der Kollege hat sich dann vermutlich umentschieden. Warum auch immer. Keine Ahnung, was manche Leute dann reitet, wenn sie irgendwelche Angriffe sehen oder nicht sehen. Es war auch Zeit genug. Also es lag jetzt nicht an der Zeit, dass wir nur noch 3 Sekunden Zeit hatten im CK und es musste unbedingt noch einer angreifen. Klonzauber da gesetzt. Krass. Krasse Sache, habe ich auch noch nicht gesehen, deswegen wollte ich euch das zeigen. Direkt an den Rand einen Klonzauber gesetzt, sodass er von Anfang an hier mehr Drachen in der Base hat. Und unglücklicherweise, also diese Schrumpffalle, die nervt mich so ab. Ich bin froh, wenn das Event vorbei ist. Die hat mich nämlich etliche Sterne in anderen CKs gekostet. Und gute Falle, gutes Gimmick, Supercell. Also die Falle hat es wirklich mal in sich, fand ich. Auch viel, viel besser als diese Eisfalle, die es ja mal im Winter gab. Und aber wie gesagt, 50% hier vom King Arthur auf die Base hier. Und jetzt schauen wir uns einfach mal 2 Bases an. Und zwar, wir gucken uns einfach mal die Nummer 8 hier an. So, das ist Nummer 8 hier. Also ihr seht da schon, netter 10er hier, Maxed Out 10er mit Infernos in
der Mitte hier stark verteidigt, alles maxed out hier. Und dann gucken wir uns noch die Nummer 10 an. Das ist hier die Nummer 10, also ihr seht das hier, so ein ähnliches, was wir eben schon gesehen haben. Ein RH-11 ohne Adler-Dev, ohne Infernos und nur zwei X-Bogen hier. Ja, die waren zwar auf 5, jawohl, aber er hat einfach nur 2. Ja, und dann, ich meine, welche Base greifst du denn an? Sind wir mal ehrlich, der Devok hat die 8 angegriffen, naja. Und wir sehen das hier in den Events, 92%. Ja, also ich weiß, es war auch ein starker Angriff hier mit 92% und hier waren vorher ja schon auf die 8. Wir können hier mal gerade runterscrollen. Da waren schon richtig viele Prozente drauf. Ich meine, da waren 99 drauf. Ja, da hat er wahrscheinlich gedacht, Mensch, der Mo hat 99 gemacht, da packe ich jetzt 100. Und selbst ich habe hier auf den 10er mit 72 zwar gefailt, aber die Def war down und ich hatte einfach ein Zeitproblem dann. Ich hatte nämlich keine Cleanup-Truppen mehr, alle Hunde waren tot, alle Loons waren weg, aber die Base war komplett clear, sogar meine Queen, meine Queen hat noch gelebt. Und ja, unglücklich dann verloren hier, dass der Daywalker den 8. gemacht hat und nicht den 10. Das wäre unser Stern gewesen. Also, ihr seht das hier oben auch, leider nach Prozenten verloren. Und er hat dann auch lange nichts gesagt. Man nölt dann ja so ein bisschen rum. Also, was willst du machen? Ja, ich weiß auch nicht, ob er die Angriffe dann vorher gesehen hatte oder selber in Zeitnot war. Aber leicht verschenkter Sieg hier gegen eine kleine Engineering-Truppe und den Clankrieg danach. Ihr seht das selber, haben wir auch wieder fast genauso verloren. 37, 36, auch wieder leichte Nachteile gehabt, nämlich 2 Elfer auf deren Seite mehr. Das reicht, um uns hier zu schlagen, wenn wir nicht die richtigen Bases vor allen Dingen mit haben. Ich habe auch selber 92% geholt und einmal, ich weiß gar nicht, 60-70% oder sowas. Also konnte nicht wirklich helfen, hier am Sieg was beizusteuern. Ist aber nicht so tragisch, aber ach, ich kann euch trotzdem mal einen Angriff aus diesem Krieg hier zeigen. Den schiebe ich jetzt einfach mal mit rein, auch wenn ich jetzt die Folge ein bisschen überziehe. Den Angriff habe ich die Tage mal im Channel und habe mir gedacht, ich mache mal meinen zweiten Angriff hier mit dem Alex mal genauso. Ah, nee, der war es gar nicht, entschuldigt bitte. Es war der erste Angriff von Alex, denn ich konnte nichts anderes machen mehr. Unten war ja schon alles weg, Zehner waren auch weg und dann hatte ich so eine Base hier vor mir und die kam so eine Base hier, wo vor allen Dingen die Luftabwehren hier hinten so in einer Reihe sind. Die sind ja alle erstmal weit weg von meinen Babydrachen. Kann ein RH9 hier schön mit Babydrachen schon mal richtig viele Prozent holen. Ich gucke mal, wie viel ich eigentlich hier gemacht habe. Insgesamt, also mit RH, das wollte ich mir holen. Da standen ja jetzt letztendlich nur 2 von den Tesla und das war jetzt nicht so super viel. Also da wusste ich jetzt schon, ja, Rathaus kriege ich. Dann waren es aber erst 27%, ein Stern. Und ich wollte aber ganz gerne mal mit meinem RH9 hier auch einen zweiten Stern holen. Also auf der gegenüberliegenden Seite waren dann die beiden anderen Tesla, die mir da ein bisschen mehr wehtun. 35% bis jetzt. Und ich nehme dann 4 Erdbebenzauber, einen Sprung, weil ich keine Mauerbrechung gar nichts habe. Jetzt müssen die Bowler natürlich gut funneln, damit sie ein bisschen mit reingehen. Also schnell die Magier gesetzt. Und da ist zwar eine Riesenbombe, aber jetzt kommt die Clanburg. Jetzt muss es eigentlich nur schnell gehen, damit ich schnell in die Mitte komme, um noch richtig viel Prozente hier zu machen. Aber ihr seht das selber, 57 sind es, 60%. Ja, also gar nicht mal schlecht für einen RH9. Wenn es so drauf ankommt und du kannst nichts anderes mehr machen, dann kannst du an sowas mal so eine Taktik üben. Trotzdem haben wir hier verloren. Was wir zu machen sind schon wieder aktuell im nächsten CK. Ich zeige euch heute Nachmittag aber noch eine Basebuilder-Folge, habe ich schon fertig und da geht's beinhart auf die 3000. Am Samstag werden wir dann in der 17 Uhr Folge Clash Royale haben und in der 12 Uhr Folge bin ich mit dem Avatar online für euch. Am Samstagabend, denke ich mal, werden wir auch wieder ein bisschen streamen. Also bleibt bei mir dran. Bis dahin, euer Toto. Clasht.